Ja, also vielen Dank für die Einladung auch. Es freut mich sehr, dass wir heute über dieses Thema sprechen. Zum einen, weil es ein Thema ist, das mir schon immer am Herzen liegt. Ich habe mich in meiner Magisterarbeit mit Stammtischparolen und Populismus im amerikanischen Nachrichtenfernsehen beschäftigt. Ich habe Vorträge gehalten seitdem immer zu dem Thema. Ich habe Bücher geschrieben zum Thema. Und es ist der Grund, warum ich auch inzwischen für die Zeitung arbeite, weil ich finde, man muss Menschen Themen, die sie beschäftigen, so erklären, dass sie Stammtischparolen und Populismus erkennen und einordnen können. Und dazu brauchen wir gute Journalisten. Zum anderen denke ich, es ist ein Thema, Stammtischparolen und Populismus, das uns derzeit durch Corona besonders betrifft. Weil vorher haben wir politisch oft über Steuererhöhungen diskutiert, vielleicht mal über die Benzinpreise. Aber das waren Themen, die haben uns einmal die Woche betroffen, die haben wir am Ende des Monats gemerkt, aber die waren nicht ständig da. Und Corona ist ständig da derzeit. Wenn wir nicht rausgehen dürfen, wenn wir Einschränkungen haben, dann sind die immer da und dann zwingen die uns, dass wir uns dazu eine Meinung bilden. Und dann ist es eben so wie immer, manche Menschen bilden sich eine ausgewogene Meinung, die gehen sehr differenziert an das Thema heran. Und manche Menschen gehen eher in Richtung Populismus und Stammtischparolen. Und wenn das dann Freunde sind, wenn das Verwandte sind, wenn das Menschen sind, die uns wichtig sind, dann ist das ziemlich schwierig für uns, weil wenn wir uns anschauen, was die Forschung über Glück sagt, dann sagt sie, Glück ist eben ab einem gewissen Punkt nicht mehr Geld oder Macht oder Reichtum, sondern es ist, dass man eine Verbindung hat zu den Menschen um sich herum und dass man etwas Sinnvolles beitragen kann zur Gesellschaft. Und beides geht kaputt, wenn der andere an Stammtischparolen argumentiert. Weil dann schadet das oft der Bindung. Dann haben wir oft, kommt dann ein wichtiges Thema auf den Tisch und irgendwie endet es in Streit. Und wir können auch nichts mehr beitragen, um das zu verbessern, diese Beziehung. Und das ist sehr belastend. Und es gibt Selbsthilfegruppen, habe ich jetzt neulich gelesen, für Menschen, deren Verwandte oder Freunde an Corona-Verschwörungstheorien glauben. Das zeigt, wie belastend es ist. Heute wollen wir uns deswegen anschauen, wie wir damit besser umgehen können. Wie schaffen wir es, dass wir, wenn wir mit Menschen, von denen wir denken, dass sie Stammtischparolen vertreten oder Populismus, dass wir dann einerseits für uns gut mit dem Thema umgehen und wie schaffen wir es, dass wir gut mit diesen Menschen reden, dass am Ende ein Gespräch entsteht, von dem beide etwas haben. Und das werden wir uns in drei Schritten anschauen. Es gibt drei Schritte, die uns zu guten Debatten führen. Der erste Schritt ist, ich muss Populismus und Stammtischparolen erkennen können. Nur wenn ich weiß, was das überhaupt ist, was es ausmacht und was es von einer ausgewogenen Meinung unterscheidet, dann kann ich damit richtig umgehen. Und dann vermeide ich auch, dass ich jedem, der anders denkt, gleich unterstelle, dass er eine Stammtischparole vertritt. Im zweiten Schritt werden wir uns dann anschauen, wie wir richtig reagieren können, wenn solche Parolen an uns herangetragen werden. Wie schaffen wir es, dass wir Gespräche aufbauen, die uns und dem anderen nützen? Und im dritten Schritt schauen wir uns praktische Techniken an, die wir in der Debatte einsetzen können, damit wir im Eifer des Gefechts wirklich diese Ziele erreichen, die wir uns im zweiten Punkt setzen. Und danach, ich denke, das wird so eine Stunde dauern, der Vortrag, haben wir noch eine halbe Stunde Zeit, um Fragen zu beantworten und zu diskutieren und ja, einfach mal zu bereden, wo Sie vielleicht im Alltag auf Stammtischparolen treffen und welche Herausforderungen Sie damit sehen. Fangen wir an. Stammtischparolen und Populismus erkennen. Wenn wir jetzt in Erfurt gemeinsam sitzen würden und würden miteinander reden, würde ich Sie fragen, was macht es eigentlich für Sie aus? Was ist für Sie eine Stammtischparole? Was ist Populismus? Und da wir das leider nicht können, habe ich es mal zusammengefasst, was die meisten Menschen sagen, wenn ich mit ihnen über diese Frage rede. Und der Kern, der dann immer gesagt wird, ist, diese Punkte sind irgendwie zu einfach. Populismus und Stammtischparolen, die reduzieren schwierige Themen auf eine einfache Botschaft, die so nicht zutrifft. Und weil sie das tun,
kommt es dann oft zu hasserfüllten Gesprächen, weil eben der andere etwas sagt, was nach dieser einfachen Botschaft falsch ist oder böse. Es wirkt, als wären diese Dinge nicht durchdacht. Und oft wirkt es auch angeberisch, sagen manche Leute, wenn eben jemand eine einfache Wahrheit vertritt, im Brustton der Überzeugung, dass sie alles erklären kann. Und diesen Kern, ich denke, das ist der erste wichtige Punkt, können wir so nicht einfach übernehmen. Man kann Menschen, die Stammtischparolen vertreten oder die populistisch argumentieren, nicht unterstellen, dass sie einfache Wahrheiten vertreten. Beispiel Corona. Wir haben ein Virus. Das Virus kann gefährlich werden für mich, für andere Menschen, für die Gesellschaft. Und gegen dieses Virus gibt es eine Impfung. Die einfachste Methode wäre also zu sagen, ich lasse mich gegen dieses Virus impfen. Damit schütze ich mich, damit schütze ich die Gesellschaft und allen ist gedient. Das ist die einfachste Art und Weise, mit dieser Theorie, mit diesem Problem umzugehen. Und wenn ich mir aber anschaue dann, was Menschen bei Corona-Demos für Meinungen vertreten, dann sind die deutlich komplexer. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich mir anschaue hier Grundrechte zurück auf dem linken Schild. Da geht es also um eine Debatte über Rechte. Welche Rechte geben wir auf? Welche Rechte geben wir nicht auf? Das Geschäft mit der Angst. Da geht es also auch irgendwie um Impfung und was machen Leute damit für ein Geschäft. Und Schluss mit der Lügenpandemie hier geht auch weiter. Das sind alles Punkte, die nicht so einfach sind, wie wir es uns eigentlich hätten machen können, indem wir sagen, okay, wir lassen uns impfen und das Ding ist erledigt. Was, denke ich, den Kern besser trifft, ist, dass Stammtischparolen und Populismus Dinge einseitig vereinfachen. Beispiel Grundrechte zurück. Natürlich stimmt, dass in dieser Pandemie Grundrechte eingeschränkt wurden. Natürlich ist es auch richtig, dass wir darüber diskutieren. Aber es ist eben nicht so, dass diese Dinge weggenommen wurden und dass die nie wieder zurückgegeben werden sollten. Es ist auch nicht so, dass alle Grundrechte weg sind. Diese Menschen demonstrieren ja hier. Sie nehmen ein Grundrecht wahr und behaupten gleichzeitig, die Grundrechte wären weg. Das heißt also, diese Meinung, Grundrechte zurück, vereinfacht die Dinge einseitig. Es lässt nur auf einer Seite die Argumente zu und die anderen blendet es aus. Zum Beispiel auch, dass viele Menschen hier wollen, dass wir diese Einschränkungen haben. Genauso das Geschäft mit der Angst. Natürlich stimmt, wir haben in der Pandemie Impfungen, mit denen ich viel, viel Geld verdienen kann. Aber es ist eben nicht nur ein Geschäft mit der Angst. Es ist ein Geschäft, um eine Pandemie einzudämmen. Wir müssen darüber diskutieren, dass wir nicht zu viel zahlen, dass wir uns nicht über den Tisch ziehen lassen. Aber das Geschäft mit der Angst ist zu einseitig. Das heißt also, wenn wir uns anschauen, wie eine ausgewogene Meinung ausschaut, dann haben wir mehrere Optionen, mit einem Thema umzugehen. Manchmal sind es zwei Optionen, manchmal sind es drei, vier oder fünf Optionen, manchmal noch viel, viel mehr. Wir wissen aber, dass es auf beiden Seiten gute Argumente gibt. Ich habe zum Beispiel jetzt bei Corona, könnte sagen, wir machen möglichst wenige Einschränkungen, dann ist das vielleicht für die Wirtschaft besser, dann lasse ich den Menschen mehr Freiheiten. Und ich könnte sagen, wir machen möglichst viele Einschränkungen, dann gibt es Argumente, wie ich könnte sagen, naja, es schützt Menschenleben einfach und es dämmt die Pandemie möglichst stark ein. Und wir können darüber diskutieren, welche Argumente wir in diesem Schema verorten wollen, auf welche Seite wir die vielleicht stellen und welche Argumente für uns wichtiger sind. Wie stark wir Argumente gewichten. Und das ist eine gute Diskussion. Die können wir führen, da können wir miteinander reden, ohne uns zu streiten. Das heißt also, wenn ich eine ausgewogene Meinung habe, komme ich bei einer Bandbreite an. Ich weiß, wieder Corona, es gibt zwei Extreme. Ich könnte die Pandemie einfach laufen lassen und könnte gar nichts einschränken
Ich könnte super starke Einschränkungen machen, wie es sie zum Beispiel in China teilweise gab. Die Menschen dürfen gar nicht raus. Und wenn jemand positiv getestet ist, dann schmeißen wir dem die Tür zu. Das wären die beiden Extreme. Und weil ich die Argumente auf beiden Seiten abwiege, komme ich irgendwo in der Mitte oder ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter rechts an. Und ich bin zum Beispiel hier und Sie sind ein bisschen weiter da. Und dann können wir diskutieren. Wir können diskutieren, wohin sollten wir oder wo sehen wir erstmal allgemein, wo Deutschland steht. Können wir sagen, wir stehen vielleicht hier und ich finde, die sollten hierher gehen. Und Sie sagen, na, ich finde, Deutschland steht hier und wir sollten eher hierher. Und dann haben wir eine Diskussion und dann haben wir eine ausgewogene Meinung. Wenn ich ein Stammtischargument mir anschaue, dann sehen die so aus. Ich habe alle Argumente auf einer Seite. Die eine Seite blende ich komplett aus und auf der anderen Seite sage ich, Impfen ist gefährlich, es geht nur ums Geschäfte machen, Corona ist nur eine leichte Grippe und wer Rechte einschränkt, der will eine Diktatur. Das ist zu einseitig. Aber wenn ich so denke, dann komme ich eben nicht bei einer Bandbreite an. Dann komme ich bei einer Polarisierung an und ich habe links falsch, rechts richtig. Ich habe die eine richtige Wahrheit und jeden, der anders denkt, dem muss ich irgendwie erklären. Warum erkennt er nicht, was eigentlich die aus meiner Sicht offensichtlich richtige Wahrheit ist? Ja, und da gibt es drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist immer, ich denke, der hat nicht alle Informationen. Da stelle ich fest, der hat die schon eigentlich. Der hat sich Gedanken gemacht, der hat sich informiert. Zweite Option, der versteht die Informationen nicht. Der ist zu dumm. Dann stelle ich fest, der ist vielleicht nicht dumm. Oder es sind ganz viele Leute und die können nicht alle dumm sein. Also Option 3, die sind böse. Und daher kommen dann die Verschwörungstheorien, die sich bei Populismus und Stammtischparolen eben immer anschließen. Deswegen steckt hinter allem dann die Weltverschwörung, weil ich das sonst nicht anders erklären kann. Das heißt also, der große Unterschied zwischen einer Stammtischparole und einer ausgewogenen Meinung ist, dass die ausgewogene Meinung in einer Bandbreite denkt und deswegen zwangsläufig konsensorientiert ist. Wenn ich hier bin, Sie da und der andere da, 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 dann müssen wir uns irgendwie einigen. Wir müssen einen Kompromiss finden und darüber reden, wo wir uns am günstigsten positionieren. Wenn ich eine Stammtischparole und Populismus habe, dann gibt es diese Konsensorientierung nicht. Es gibt richtig oder falsch und die, die die richtige Wahrheit haben, müssen über die mit der falschen gewinnen. Und das ist ein ganz anderes Beispiel, eine ganz andere Denkweise. Das heißt also, wir haben ja hier im Titel drei Punkte, die wir ein wenig synonym verwendet haben bis jetzt. Wir haben Populisten, wir haben Stammtischparolen und wir haben falsche Nachrichten, Fake News. Wenn wir jetzt also aufschlüsseln wollen, was das sind im Detail, könnten wir sagen, Populisten sind Politiker, die Stammtischparolen verbreiten und mit Falschnachrichten untermauern wollen. Im Kern aber sind alles die gleichen Argumente. Sie haben alle die gleiche Struktur. Sie packen alle Argumente auf die eine Seite, blenden die andere Seite aus und wollen polarisieren. Das ist der Kern. Wenn wir damit umgehen, wenn uns solche Argumente begegnen, dann ist also der Reiz, und ich denke, deswegen sind wir heute alle hier, wir wollen aufzeigen, dass es eben nicht um eine Polarisierung geht, dass es eben nicht nur richtig und falsch gibt, sondern dass es eine Bandbreite gibt. Und dass wir auf der einen Seite gute Argumente haben und auf der anderen Seite auch. Dahin wollen wir kommen. Wir wollen dieses Richtig-Falsch-Denken in eine Bandbreite überführen mit widersprüchlichen Zielen am Ende, die beide irgendwie ihre Vorteile haben und gute Argumente, die sich aber eben widersprechen und von denen ich deswegen nicht beide vollständig erreichen kann. Und deswegen muss ich irgendwie schauen, wie ich da einen Kompromiss eingehen kann. Das ist es, was wir erreichen wollen in unseren Debatten. Und die Frage ist jetzt, wie machen wir das?
Wie schaffe ich es, dass ich in einer politischen Diskussion so reagiere, dass ich ein Gespräch, das auch eskalieren könnte, das hart werden könnte, das zu harten Fronten führen könnte, dahin führe, dass wir gut und sachlich miteinander diskutieren. Und das schauen wir uns an in drei Schritten. Der erste Schritt ist, ich muss meine Motivation verstehen, dann muss ich den anderen verstehen und dann kann ich beides zusammenbringen und ihn auf Augenhöhe treffen und ihm helfen. Und ich habe als erstes Beispiel hier unten, als erstes Bild hier unten Olli Kahn gewählt, weil es geht eben nicht darum, dass wir in solchen Diskussionen aggressiv sein wollen. Wir wollen den anderen nicht besiegen. Das sind, denke ich, Emotionen, die beim Sport sehr hilfreich sein können. Aber beim Sport geht es auch darum, dass ich gewinnen will. Ich will den anderen besiegen. Und genau das wollen wir hier nicht. Wir wollen das genaue Gegenteil. Wir wollen uns einigen, wir wollen zusammenfinden. Der erste Schritt dazu ist es, dass ich die eigene Motivation verstehe, warum ich eigentlich in dieses Gespräch hineingehe. Und ich denke, das ist eine Frage, die oft übergangen wird. Und auch einfach, weil wir nicht die Zeit haben, uns überhaupt diese Frage zu stellen, oft in Debatten. Die Debatte kommt irgendwie an uns, zu uns heran. Und wir gehen da rein und hoffen, dass es irgendwie gut ausgeht. Manchmal denken wir, wenn wir gut erklären, warum wir die Sache so sehen, wie wir sie sehen, dann wird der andere schon niederknien und wird sagen, jawohl, du hast recht. Aber das passiert eben nicht. Oft bleibt er bei seiner Meinung, lässt sich nicht überzeugen, kann unseren Argumenten andere Argumente entgegensetzen und dann stehen wir irgendwie da. Und deswegen muss ich mir von vornherein überlegen, wie ich das Gespräch führen will. Ist auch wichtig, weil wenn ich es nicht führe, wenn ich einfach nur so etwas offen hineingehe, dann überlasse ich die Führung dem anderen, mit dem ich rede. Und wenn das wirklich jemand ist, der an Stammtischparolen glaubt, der sehr überzeugt von diesen Dingen ist, da kann es schnell ein hitziges Gespräch werden und es kann ein Gespräch werden, das in eine nicht konstruktive Richtung abdriftet. Und wenn ich das vermeiden will, muss ich wissen, wohin ich das Gespräch steuern will. Und das Erste ist, wie gesagt, bei mir selbst anfangen. Ich muss mich fragen, warum gehe ich eigentlich in dieses Gespräch hinein? Auf jeden Fall sollte ich vermeiden, dass ich Recht haben will. Also wenn ich nur mit dem anderen diskutiere, weil ich ihn von meiner Meinung überzeugen will, dann führt das zu keinem guten Gespräch. Genauso ist es, wenn ich den anderen belehren will, wenn ich den vielleicht einfach mundtot machen will, wenn ich den vielleicht einfach nicht mag und deswegen jetzt dieses Thema nutze, um ihm mal ordentlich eine mitzugeben. Ich sollte nicht an jemanden meine schlechte Laune auslassen und ich sollte vor allen Dingen auch niemanden als Ersatzopfer für einen Politiker verwenden, den ich nicht mag, nur weil er vielleicht gerade die gleiche Meinung vertritt. Denn wenn ich diese Dinge tue, wenn das meine Motivation ist, um in ein Gespräch zu gehen, dann laufe ich Gefahr, dass ich selbst ins richtig-falsch-Denken abrutsche. Dann sage ich, ich habe hier die Wahrheit, du bist ja eh nur jemand, der Stammtischparolen und Populismus vertritt und deswegen muss ich dir jetzt mal die Wahrheit erklären. Und so kommen wir nicht zusammen. Ich muss ehrlich mit mir selbst sein, denn jeder von uns vereinfacht die Welt in gewisser Weise. Zum einen, weil die Welt so komplex ist, dass wir sie gar nicht verstehen können in ihrer kompletten Komplexität. Und zum anderen, weil jeder von uns seine eigenen Erfahrungen hat. Wir haben, glaube ich, ziemlich alle die Erfahrung, wie es ist, in Thüringen geboren und aufgewachsen zu sein. Aber keiner von uns weiß, wie es ist, in Berlin geboren zu sein oder in München oder in Hamburg. Und deswegen können wir nicht wirklich verstehen, welche Probleme diese Menschen da haben. Das sind vielleicht ganz andere Erfahrungen und ganz andere Gründe. Also deswegen auf die Bremse treten in solchen Diskussionen und nicht den anderen überzeugen wollen. So, jetzt haben wir alles Mögliche gehört, was wir nicht wollen in einer Diskussion. Die Frage ist, was wollen wir denn dann eigentlich? Und da hilft uns ein Denkmodell der alten Stoiker. Die hatten
ein ähnliches Ziel wie wir. Die wollten ein gutes Leben führen. Wir wollen gute Diskussionen führen. Und auch die hatten dabei Dinge, die ihnen geholfen haben und Dinge, die ihnen weniger geholfen haben. Und irgendwie haben sie also versucht, die Emotionen, die ihnen schaden, auszublenden oder zumindest zu kontrollieren und die, die gut sind, weiterzuführen. Und dazu haben sie gesagt, ein gutes Leben ist wie ein Garten. Der eigentliche Grund, warum ich einen Garten habe, sind die Früchte, die ich darin anbauen will. Das heißt, die Früchte sind meine guten Entscheidungen, die gute ethische Entscheidung, die ich treffe. Und um diese Früchte zu bekommen, brauche ich einen guten Nährboden. Das war für die Stoiker die Physik. Was für Physik hieß allerdings für sie wirklich alles, wie die Welt funktioniert. Ja, also auch Biologie, Chemie, Psychologie, Politikwissenschaft, Geschichte, alles. Und wenn ich diesen guten Nährboden habe, wenn ich verstehe, wie die Welt funktioniert, da kann ich Ihrer Meinung nach auf diesem guten Nährboden gute Entscheidungen treffen. Und damit ich diesen guten Nährboden habe, brauche ich als dritten Teil für meinen Garten einen Zaun. Denn über diesen Zaun halte ich die ganzen Feinde und Eindringlinge draußen, die mir den Garten kaputt machen können. Also vielleicht Fußgänger, die ständig drüber laufen, oder Wildschweine, die mir den umgraben. Und das kann ich auf die politische Meinungsbildung übertragen. Was wir tun wollen ist, wir wollen eine gute Meinung haben. Und um eine gute Meinung zu haben, brauche ich einen guten Nährboden. Ich muss die Welt verstehen, ich muss die Probleme verstehen, die es gibt. Ich brauche also die richtigen Fakten und ich brauche die richtigen Theorien und Erklärungen, wie diese Fakten zusammenhängen. Und um diese richtigen Theorien und Fakten erkennen zu können, brauche ich einen Zaun, der alles abhält, was eben falsch ist. Und dieser Zaun heißt in erster Linie, ich muss die richtig-falsch-Argumentation vermeiden und ich muss es schaffen, in Bandbreiten und in Zielkonflikten zu denken. Und das zeigt uns schon, wie wir mit anderen diskutieren können. Die Früchte, die Sie in Ihrem Garten anbauen, die gehen mich und sonst niemandem irgendwas an. Sie können Ihren Garten nutzen, um da zum Beispiel Äpfel anzubauen oder Kirschen. Das ist Ihre Entscheidung. Und genauso können Sie in der Politik entscheiden, dass Sie die eine Partei wählen oder die andere, dass Sie für Steuererhöhung oder gegen Steuererhöhung sind oder für mehr Corona-Maßnahmen oder gegen mehr Corona-Maßnahmen. Das ist Ihre Entscheidung. Aber wir können darüber diskutieren, welchen Nährboden wir haben, also über Fakten. Und wir können über den Zaun diskutieren. Wie halten wir alle Ideen draußen, die von vornherein nur darauf ausgelegt sind, uns in die Irre zu führen. Das sind die Ansatzpunkte, die ich habe. Erster Schritt dazu ist es, sich selbst einen guten Zaun und einen guten Nährboden zuzulegen. Deswegen sind wir heute hier. Und dann kann ich dem anderen helfen. Dann kann ich versuchen, Gespräche zu schaffen, die wir und mein Gegenüber mit einem etwas besseren Nährboden für gute Entscheidungen verlassen, als wir hineingegangen sind. Und wenn wir das schaffen, haben wir, denke ich, viel erreicht. Das Problem daran ist, ganz einfach ist das nicht. Wir sehen hier, ich habe hier unten das Beispiel mitgebracht. Das ist von einer Gegendemo gegen einen Corona-Protest. Und hier zwei junge Menschen. Und links auf dem Schild steht, Impfung bedeutet für mich Solidarität. Würde ich sagen, nach allem, was wir vorhin gesehen haben, ist kein Stammtischargument. Ist einfach nur jemand, der sagt, das ist für mich das wichtigste Argument in der Debatte und das will ich hier vertreten. Und auf dem rechten Schild steht, Leute, die denken, Impfen verändert ihre DNA, sollten das als Chance sehen. Und das ist schon so ein bisschen, wo ich sagen muss, ja, inhaltlich natürlich, denke ich, ist es korrekt, wenn diese Person sagt, Impfen verändert nicht die DNA, das steht zweifellos fest. Aber die Art und Weise, wie sie das sagt, würde, denke ich, nicht zu einer guten Debatte führen.
Damit verschrecken wir den anderen eher, wir gehen den aggressiv an und das führt zu dem, was wir eben gerade nicht wollen in politischen Diskussionen, dass der sich zurückzieht. Der sagt dann, naja, hat ja keinen Sinn mehr, meine Meinung offen zu äußern. Und dann geht er in irgendwelche Echokammern im Internet und diskutiert nur noch mit den Leuten, die seine Meinung teilen. Wir wollen also eine Atmosphäre schaffen, in der wirklich jeder seine Meinung sagen kann und in der wir dann mit dieser Meinung gut umgehen. Und das ist manchmal eben schwierig, weil Menschen auch Dinge sagen, die uns sehr stören, die wir teils als gefährlich einstufen und die uns manchmal einfach auch nerven, weil wir sie schon so oft gehört haben und wir denken uns, wie kann man denn sowas glauben? Aber wir müssen es schaffen, eben trotzdem richtig zu reagieren. Und da helfen uns wieder die alten Griechen und Römer, denn auch da hatten die Stoiker ein Konzept. Gibt das Beispiel, dass sie, das handelt von einem Seemann, der war damals auf einem Schiff unterwegs und das Schiff kam in einem Sturm. Und der Seemann hatte große Angst, ne, dass er sterben könnte. Und er wusste aber, an Bord ist ein stoischer Philosoph. Und für die Stoiker ist das Wichtigste, gute, richtige Entscheidungen zu treffen. Das einzige Schlechte, was ihnen passieren kann, ist, schlechte Entscheidungen zu treffen. Der Tod oder körperliche Verletzung sind für sie also neutral. Natürlich, im Idealfall bleibt man lange am Leben, aber es ist nicht schlimm zu sterben für sie. Und da hat sich dieser Seemann also den stoischen Philosophen angeschaut in dem Sturm und hat festgestellt, der hat genauso viel Angst wie ich auch. Der sieht absolut panisch aus und ist grün im Gesicht. Und da hat er den Stoiker gefragt, ja, ist der Tod für dich nicht eigentlich etwas, das du nicht fürchten solltest? Und der Stoiker hat gesagt, ja, aber es gibt eben gewisse Emotionen, die sind einfach in mir. Die kommen einfach automatisch, dagegen kann ich nichts tun. Aber ich entscheide dann, wie ich damit umgehe. Und genau das können wir hier in diesem Falle auch tun. Wenn wir bleiben wir beim Beispiel, und steht jemand gegenüber, der behauptet, er will sich nicht impfen lassen, weil Impfen die DNA verändern soll. Der erste Schritt, der in uns passiert, ist, wir nehmen das wahr. Rein unsere Ohren nehmen den Ton wahr, unsere Augen nehmen den Menschen wahr und unser Gehirn bildet uns daraus ein Bild. Das passiert automatisch. Zweiter Schritt ist, wir interpretieren das. Das passiert auch nur automatisch. Unser Gehirn liefert uns also alle möglichen Assoziationen zu diesem Bild, alle möglichen Verbindungen, die uns helfen, das, was gerade passiert, einzuordnen. Na, das heißt also dann, es würde sagen, okay, es geht gerade um ein politisches Thema, es geht um Corona und das, was dieser Mensch da sagt, ist wissenschaftlich gesehen falsch. Wir wissen, das stimmt nicht. Und jetzt kommen wir aber zum dritten und vierten Schritt. Die sind für uns heute wichtig. Denn jetzt bewerten und reagieren wir. Und wenn ich mir das linke Schild hier anschaue, Impfung bedeutet für mich Solidarität, dann könnte die Bewertung in etwa so erfolgt sein, dass die Frau gedacht hat, dieser Mensch hat es irgendwie nicht richtig verstanden, was da passiert ist, was das bedeutet, sich impfen zu lassen. Also reagieren im vierten Schritt. Ich erkläre ihm das für mich wichtigste Argument. Damit komme ich, denke ich, in eine Diskussion, wo ich sagen kann, hey, schau, ich glaube, das stimmt so nicht, aber wenn du dich impfen lässt, dann verhältst du dich solidarisch. Und schon komme ich ein bisschen in dieses Bandbreitenargument. Da gibt es nicht mehr richtig oder falsch, sondern gute Argumente auf beiden Seiten und dann kann ich eine gute Diskussion haben. Und beim rechten Schild ist es so passiert, dass die Person gedacht hat, meine Bewertung ist, dieser Mensch, der das gerade gesagt hat, Impfen verändert die DNA, ist ein Idiot. Und deswegen Reaktion viertens, ich drücke meinen coolen Spruch rein. Und darüber komme ich eben nicht zu einer guten Debatte. Das heißt, für uns wichtig ist vor allen Dingen der dritte Schritt, wie wir etwas bewerten. Wie bewerte ich den Gegenüber, mit dem ich da gerade rede? Und aus dieser Bewertung resultiert dann automatisch die Reaktion. Die Frage lautet also,
Wie verstehe ich den anderen so, dass ich zu einer Reaktion komme, die zu einem guten Gespräch führt? Und ich denke, da sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir in Bandbreiten denken müssen. Wir können jemanden, der uns gegenüber einer Stammtischparole äußert, nicht einfach als jemanden abstempeln, der ein Populist ist oder ein Stammtischparolenphilosoph. Denn dann bin ich wieder in richtig oder falsch. Ich habe Recht, der hat Unrecht und ich will den überzeugen. Wir müssen den anderen irgendwie so sehen, wie er ist, in seiner gesamten Bandbreite. Natürlich gibt es Menschen, die Stammtischparolen vertreten, weil sie politischen Einfluss gewinnen wollen, weil sie Geld verdienen wollen oder weil sie vielleicht völlig verblendet sind und es hat überhaupt keinen Sinn mehr, mit denen zu diskutieren. Aber es ist ein kleiner Teil der Menschen. Die meisten Menschen sind eigentlich Menschen wie Sie und ich und sie sind nur in diesem einen Punkt vielleicht ein bisschen zu weit gegangen. Und mit den Menschen, wenn ich die so sehe in ihrer Gesamtheit, dann kann ich reden. Und dann schaffe ich es auch, dass wir ein Gespräch schaffen, das ihnen nützt, das ihnen dient. Und dann schaffe ich es, dass sie sich wieder äußern in der politischen Diskussion und dass ich sie in der Debatte halte, statt sie eben in Echoräume im Internet abzudrängen. Als Beispiel dafür, ich war vor 2 Jahren bei der Landratsnominierung der Bayernpartei. Die haben ihren Kandidaten nominiert für die Landratswahl. Und die Bayernpartei ist eine Partei, die von vielen als populistisch eingeordnet wird. Ja, man sieht das schon hier an diesem Plakat. Das ist der bayerische Esel, der Goldesel, der für Europa und Deutschland zahlt und kaum noch kann eigentlich. Und jetzt wusste ich also, viele meiner Leser erwarten von diesem Landrat, dass das auch jemand ist, der Stammtischparolen vertritt. Dass das auch jemand ist, der sehr populistisch argumentiert. Und in meinem Artikel musste ich sie mit auf die Reise nehmen, um ihnen genau diese Schritte, die wir hier jetzt besprochen haben und noch besprechen, um ihnen diese Schritte zu ermöglichen. Ich wollte, dass sie erstmal den anderen sehen, dass sie den wahrnehmen in seiner Gesamtheit und dann einordnen, was das für sie bedeutet. Ich wollte nicht, dass sie den von Anfang an abstempeln. Ich wollte eine Bandbreite aufzeigen. Ich wollte nicht, dass es heißt, das ist ein Populist, das ist ein Stammtischparolen Mensch, sondern ich wollte, dass sie eben sehen, wo der irgendwo liegt auf dieser Bandbreite. Und ja, wie habe ich das gemacht? Ich habe zum einen damit angefangen, wirklich mit dem Menschen erstmal zu reden. Also ich habe von ihm erzählt, das war ein ehemaliger Feuerwehrmann, der war im Kreisrat lange Zeit, der saß am Anfang so ein wenig nach vorne gebeugt da, sehr schüchtern, sehr leise gesprochen und hat dann, als er in seine politische Rede kam, auf einmal eine ganz andere Mimik bekommen. Er ist aufgestanden, er war laut, er war groß, er hat mit dem Finger immer Nadelstiche gesetzt bei Themen, die ihm wichtig waren und ist in den Raum getreten, hat teilweise gebrüllt und hat dabei dann auch Argumente vertreten, die man klar als Stammtischparolen einordnen muss. Zum Beispiel, er hat mal gesagt, für ihn wäre wichtig als Landrat, was er durchsetzen will, ist, dass Bayern 1 jeden Tag eine Stunde gescheite Volksmusik spielt, denn dann würde die Jugend auch mehr wieder das Bayerische leben und nicht nur diesen Rock'n'Roll. Und das ist schon eine Aussage, die viel über ihn aussagt, weil auch alleine Bayern 1 ein Sender ist eher so für die Generation 50+. Und die Forderung, damit die Jugend erreichen zu wollen, sagt schon viel über ihn aus. Aber ich hoffe, man hat eben gemerkt, dadurch durch seine Einordnung, dass er eigentlich niemand ist, der diese Argumente bewusst einsetzt, um Menschen zu belügen und zu manipulieren. Er war ehrlich motiviert. Der hat das wirklich geglaubt. Und das ist für die Einordnung wichtig. Und ich habe dann diesen Text auch kommentiert. Und ich war in 3 Teile gegliedert, mein Kommentar. Und im ersten Teil
habe ich genau den Schritt gemacht, den wir hier besprochen haben. Ich bin erstmal beim Menschen geblieben. Ich habe den Namen hier geändert, weil ich, es ist 2 Jahre her und dieser Mensch ist nicht mehr politisch in Erscheinung getreten. Und deswegen will ich ihm das jetzt nicht noch in einem Vortrag irgendwie nachtragen. Und ich habe geschrieben, Max Meyer meint es ernst. Wer ihn bei seiner Antrittsrede gesehen hat, weiß, er spricht aus Überzeugung. Er sagt, was er denkt, redet niemanden nach dem Mund. Er will ehrlich helfen und kennt die Belastungen, die auf ihn zukommen. Das sind gute Voraussetzungen für einen Landratskandidaten. Und das muss ich ihm lassen. Das hätte ich ihm auch in einer politischen Debatte erstmal so gesagt. Und das ist sozusagen mein Versuch, den anderen nicht abzustempeln. Dem Leser zu helfen, den wirklich als ganzen Menschen zu sehen. Und ich denke, wenn ich mit ihm rede und er merkt, dass ich ihm diese ehrlichen Absichten lasse, er merkt, dass ich ihm nicht abstemmle, auch wenn ich mit ihm bei einigen Themen völlig anderer Meinung bin, dann denke ich, komme ich in eine Debatte. Das ist erstmal die erste Voraussetzung. Und dann kann ich ihm, das ist der dritte Schritt, auf Augenhöhe begegnen. Ich kann versuchen, ihn wirklich auf gleicher Ebene zu begegnen. Ich kann versuchen, Verständnis zu schaffen bei ihm, statt ihn umstimmen zu wollen. Und ich muss es dann auch aushalten, wenn wir anderer Meinung sind. Wieder die alten Griechen haben gesagt, ihrer Meinung nach ist für Kommunikation das Allerwichtigste. Der Gegenüber muss merken, dass ich einen guten Willen habe. Ich muss es ernst meinen. Ich muss ihm dienen wollen. Ich muss ihm helfen wollen mit meiner Kommunikation, nicht mir selbst. Und wenn ich mit ihm rede, muss er auch merken, dass ich ihm zutraue, dass ihm geholfen werden kann. Also, dass ich ihn nicht abstemple als jemanden, der Stammtischparolen oder Populismus vertritt, sondern dass ich ihn als Menschen sehe, der sich einfach nur eine Meinung bilden will und mit dem ich gerade darüber diskutiere. Das heißt, ich muss, glaube ich, in politischen Diskussionen muss jeder mal Druck ablassen auch. Manchmal gibt es so Punkte, wo man sagt, wie können die sowas fordern? Wie kann man sowas nur glauben? Der richtige Punkt dafür ist aber eigentlich zu Hause vom Spiegel, vielleicht mit dem Partner, wenn der weiß, wie ich das meine und dass das nicht meine richtige Meinung ist. Ich sollte es nie in politischen Debatten tun mit meinem Gegenüber und ich sollte es nie tun, wenn ich vielleicht gerade schlecht gelaunt bin im Internet. Weil dann liest es irgendjemand, der denkt, es wäre wirklich meine richtige Meinung und dann eskaliert das ganze Ding, obwohl nur immer Menschen miteinander reden, die gerade schlecht gelaunt sind. Und das sollten wir vermeiden. Das habe ich jetzt versucht, um beim Herrn Meyer zu bleiben, beim Landratskandidaten der Bayernpartei. Ich habe dann versucht, ihm auf Augenhöhe zu begegnen und klarzumachen, dass ich schon die Stammtischparolen erkenne in einigen Fällen, aber eben ihn auch zu würdigen in seiner Art und Weise, wie er das verdient. Und dazu habe ich geschrieben, wer Meyer erlebt hat, weiß aber auch, was ihn beschäftigt, sind vor allem Bundesthemen. Steuern, Erbschaftsregelung und das Programm von Bayern 1. Darauf hat ein Landrat keinen Einfluss. Nicht ohne Grund stellte der Kreisvorsitzende der Bayernpartei nach Meyers Rede klar, dass der Kandidat selbstverständlich auch die Landkreisposition der Bayernpartei vertrete. Meyer hatte diese nur angeschnitten oder war in seinen Lösungsansätzen vage geblieben. Noch kann sich Meyer diese Schützenhilfe erlauben. Er wurde gerade erst nominiert, hat noch Zeit, sich einzulesen. Um als Kandidat eine Chance zu haben, muss er aber mehr tun, als aufzählen, was ihn stört. Er muss bei Landkreisthemen klare Lösungen aufzeigen und er muss beweisen, dass er weiß, welche Kämpfe er führen kann und welche nicht. Und da geht es für mich eben darum, den guten Willen zu beweisen. Ich will, dass mein Leser in diesem Mann eben eine Witzfigur sieht oder jemanden, über den er sich auslassen kann, sondern jemanden, der eben glaubt, was er sagt, der ehrlich helfen will und der dabei aber eben auch Stammtischparolen vertritt. Denn so komplex ist die Lage eben und das muss man ihm auch lassen. So. Dann denke ich, wichtiger Punkt,
Techniken für die Debatte. In der Theorie haben wir jetzt gesehen, was wir alles erreichen wollen. Wir wollen verständnisvoll mit dem anderen umgehen. Wir wollen versuchen, ihm zu helfen, nach dem Gartenmodell seine Meinung zu verbessern. Und wir wollen vor allen Dingen auch selbst lernen, seine Meinung zu verstehen, um unseren Nährboden zu verbessern. Das ist aber eben in der Debatte oft nicht ganz leicht. Denn es wird hektisch, es geht schnell, man hört auf Dinge, die einen wirklich sehr emotional machen. Und deswegen, glaube ich, helfen Techniken, mit denen wir diese Debatte besser führen können. Eine Technik ist immer fragen statt argumentieren. Wie gesagt, wir haben zwei Ziele. Wir wollen eine Bandbreite aufzeigen und wir wollen den anderen verstehen lernen. Und beides schaffe ich mit Fragen. Ich muss fragen und zuhören statt reden und argumentieren. Und wenn ich frage, damit ich den anderen verstehen kann, muss der sich auch erstmal selber verstehen. Das heißt also, wenn er eine Meinung vertritt, von der ich sage, die ist super einseitig gerade, und ich frage, gebe ich ihm die Chance, diese Meinung zu reflektieren. Vielleicht denkt er ja in Wirklichkeit noch viel, viel ausgewogener und viel, viel detaillierter darüber. Und wenn nicht, hat er jetzt die Chance, sich diese Fragen zu stellen und diese Meinung etwas zu hinterfragen. Ich kann ihn also über Fragen zur Bandbreite hinführen. Ein Beispiel, habe ich mit einem Arzt telefoniert, der seinen Patienten von der Impfung gegen Corona abrät. Ein Heilpraktiker, muss man dazu sagen. Und er hat auch argumentiert, eine Infektion schützt mich ja viel, viel besser, als wenn ich nur die Impfung habe. Und dann habe ich ihn gefragt, okay, aber die erste Infektion, in die gehe ich doch besser geschützt rein, wenn ich vorher geimpft war, als wenn ich es gar nicht war. Und darüber haben wir dann eine Ebene gefunden, wo wir irgendwie beide den anderen verstanden haben. Also ich glaube, er will wirklich für seine Patienten nur das Beste. Und er hat auch verstanden, dass ich ihm nicht irgendwie schaden will und dass es da schon auch Argumente auf der anderen Seite gibt. Und was mir dabei helfen kann, wenn ich eine Bandbreite aufzeigen will, ist, ich kann Zielkonflikte bedenken. Denn eine Bandbreite habe ich nur, wenn es widersprüchliche Ziele gibt. Beispiel Körperverletzung. Dass wir Körperverletzung irgendwie bestrafen sollten, ich denke, da sind wir uns alle einig. Deswegen gibt es da keine Bandbreite in dieser Diskussion. Die Bandbreite gibt es in der Frage, wie bestrafen wir denn Körperverletzung? Denn da haben wir widersprüchliche Ziele. Und wenn ich dem anderen diese widersprüchlichen Ziele aufzeige, dann kann ich ihn dahin führen, dass er die Bandbreite erkennt. Beispiel, also bei Körperverletzung, es geht immer auf der einen Seite ist das Argument, ich will Abschreckung. Ich will möglichst harte Strafen, damit Menschen dieses Verbrechen nicht begehen. Auf der anderen Seite steht, ich kann sagen, ja, aber wenn mal jemand mit 18 Jahren nach vielleicht 2 Bier und im Liebeskummer eine Dummheit begeht, dann will ich auch nicht, dass der gleich 10 Jahre weggesperrt wird. Weil dann findet er keinen Job mehr, dann findet er keine Ausbildung mehr und dann verurteile ich ihn eigentlich dazu, dass er sein Leben als Verbrecher verbringen muss, wenn er sich irgendwie über Wasser halten will. Und diese beiden Ziele widersprechen sich. Also im einen Fall bestrafe ich super hart und im anderen Extrem bestrafe ich gar nicht. Und deswegen muss ich irgendwie die Mitte finden, wo ich mich da bewege. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel die Meinung vertritt, man sollte jemanden, der ein Verbrechen begangen hat, gleich wegschließen oder auch 14-Jährige zum Beispiel schon nach Erwachsenenrecht bestrafen, dann kann ich die Frage stellen, ja, was denkst du denn, warum man das nicht tut? Und dann kann ich, wenn ich weiß, dass es bei Dilemma immer irgendwo ein Zielkonflikt dahinter steht, kann ich den anderen zu diesem Dilemma hinführen. Anderes Beispiel, Integration. Da ist es oft so, dass ich das Dilemma im einzelnen Menschen aufzeigen will.
Zum Beispiel könnte ich sagen, ich habe an der einen Seite der Bandbreite das Extrem, die wollen sich doch gar nicht integrieren. Argument, das man oft hört. Und dann kann ich fragen, ja, was denkst du denn, warum die das nicht wollen? Ja? Zum Beispiel nehmen wir an, ich bin Moslem und bin junger Mensch, man sieht mir auch an, dass ich nicht von hier bin. Und natürlich mache ich dann auch in meinem Heranwachsen Erfahrung, wo ich versuche, mich zu integrieren. Und trotzdem wird immer gesagt, hey, du bist nicht wie wir. Das kann beim Fußball sein, in der Schule, im Sozialen. Und dann natürlich passiert es, dass die Menschen denken, hey, wenn ihr mir dauernd sagt, dass ich nicht bin wie ihr, dann bin ich eben nicht wie ihr. Dann bin ich eben so, wie ich bin und suche mir Kontakt mit Menschen, die auch so sind wie ich. Und das sind, denke ich, die zwei Extreme der Debatte. Und wenn jetzt jemand behauptet, entweder die wollen sich alle nicht integrieren oder die können alle nicht, dann kann ich versuchen, durch Fragen das andere Extrem aufzuzeigen. Weil natürlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Und was ich vermeiden will, ist, dass ich, wenn jemand sagt, die wollen sich alle nicht integrieren, dass ich sage, naja, doch, doch, die wollen alle, die können nur nicht. Weil das stimmt eben auch nicht. Ich will den Einzelnen auch nicht aus der Verantwortung entlassen, sie integrieren zu müssen. Aber ich will eben auch aufzeigen, welche Gründe es geben könnte, damit das für den Einzelnen nicht gelingt, obwohl er es eigentlich will. Und dann können wir an beiden Enden ansetzen. Trick 2 für die Debatte ist gelassen bleiben. Wenn wir uns hier das Zitat anschauen, das stammt aus dem Bundestagswahlprogramm, und da hat eine Partei geschrieben, SPD, Grüne, CDU, CSU und FDP bieten nicht die Möglichkeit, zwischen verschiedenen politischen Richtungen zu wählen. Sie vertreten lediglich unterschiedliche Varianten einer Politik. Ganz klares Stammtischargument. Es gibt richtig, falsch, es gibt uns, es gibt die und es gibt keinen dazwischen. Von welcher Partei ist das? Ich denke, viele werden sagen AfD. Es ist aus dem Parteiprogramm 2005, die Linke PDS, für eine neue soziale Idee, Bundestagswahlen 2005, Seite 1. Das war das zentrale Argument, mit dem die Linke damals in die Bundestagswahl gegangen ist. Und das ist natürlich, könnte man heute genauso der AfD zutragen, diese Argumentation. Was ich damit sagen will, ist, Populismus und Stammtischparolen sind in der Politik ein altbekanntes Problem. Das gibt es schon viel, viel länger und es gibt es in allen möglichen Variationen. Wichtig ist, dass man dem entgegentritt. Deswegen gibt es unsere Gesellschaft noch, deswegen haben wir so lange überlebt, weil Menschen diesen Dingen eben entgegengetreten sind. Aber wir können es uns auch als Anlass nehmen, gelassen zu bleiben. Denn die Menschheit hat bis jetzt immer überlebt. Und ob wir jetzt den einen Menschen, der uns gegenübersteht und von dem wir denken, dass er an Stammtischparolen glaubt, ob wir dem überzeugen oder nicht, ist nicht entscheidend für die Zukunft der Welt. Es wird egal wie gut wir unsere Diskussion führen, es wird in 20, 30, 100 Jahren noch Populismus geben und es wird Stammtischparolen geben. Und es ist eine ständige Aufgabe, dem entgegenzutreten und da zu diskutieren. Deswegen brauchen wir politische Diskussionen. Aber wir werden diesen Kampf nie wirklich gewinnen können. Man kann ihn verlieren, aber man kann ihn nicht gewinnen. Und das ist, denke ich, ein Grund, gelassen zu bleiben und einfach nur sein Bestes zu versuchen. Und das hilft uns auch, unserem Gesprächspartner seine Meinung zu lassen. Wenn der sich nicht überzeugen lassen will oder wenn der auch sich überhaupt nicht nur ein bisschen bewegen will, wenn der seinen Nährboden nicht nur ein bisschen verbessern will, dann will er eben nicht. Das ist okay. Dritter Trick, wenn man in Diskussionen merkt, man kommt nicht weiter, dann ist es oft, weil man nach dem Gartenmodell sich auf einer Ebene festgefahren hat. Oft sind es die Fakten. Jeder hat irgendwie seine eigenen Fakten und die stehen gegeneinander und man kommt nicht weiter. Und was ich dann machen kann, ist, ich kann gezielt die Ebene wechseln.
Denn oft ist es so, zum Beispiel, wir haben vorhin gesagt, die Früchte, die gehen mich nichts an. Die hat jeder, kann er frei wählen. Aber wenn wir die Früchte mal ganz allgemein sehen, dann wollen wir eigentlich alle die gleichen Sachen. Wir wollen alle, dass es unserer Familie gut geht, dass unsere Kinder in dem Land gut leben können und dass es in 50 Jahren auch hier noch gut aussieht auf der Welt. Und der Unterschied besteht darin, wie wir glauben, diese Ziele zu erreichen. Und wenn ich merke, ich komme bei den Fakten nicht weiter, dann hilft es oft, wenn ich mich frage, ja, welche Werte vertritt der andere eigentlich, welche Ziele hat er dahinter? Und dann kann ich feststellen eben, der ist zum Beispiel sehr für Klimaschutz, setzt er sich ein, aber aus den gleichen Gründen wie jemand, der vielleicht sich um die Wirtschaft Sorgen macht oder um die Migration. Alle wollen nur, dass ihre Kinder in dem Land noch gut leben können. Und darüber kann ich wieder eine gemeinsame Ebene finden. Genauso funktioniert es auch, wenn ich den Schritt nach unten gehe und über den Zaun diskutiere. Wenn ich sage, hey, diese Fakten, die du hier nennst, die sind schon sehr selektiv, die sind schon sehr einseitig. Und das sind vielleicht wissenschaftliche Argumente, die hier von 0,1% der Wissenschaftler vertreten werden. Und die überwältigende Mehrheit ist sich einig, dass es eben nicht so ist. Dazu schauen wir uns gleich noch was an. Trick 4 ist, ich muss mich auf Gegenwehr vorbereiten. Denn ich hatte ja vorhin das Beispiel mit Herrn Mayer gebracht. Und ich glaube, mit Herrn Mayer hätte ich auch gut politisch diskutieren können. Aber er ist natürlich ein Idealfall. Alles, was wir uns heute angeschaut haben, dass wir versuchen, dem anderen zu helfen, dass wir uns selbst zurücknehmen, dass wir nicht attackieren, dass wir fragen und verstehen wollen, macht der andere vielleicht nicht unbedingt, wenn ich mit dem rede. Viele machen es nicht. Und gerade wenn der sehr überzeugt an Stammtischparolen glaubt, dann will der wahrscheinlich eher mich besiegen, als sich mit mir einigen. Darauf muss ich mich vorbereiten. Wenn der schon so aussieht wie die Frau hier in dem Bild, ist es vielleicht besser, einfach mal sich zurückzuziehen und die Diskussion an der Debatte zu beenden. Wieder, nichts tun ist besser, als alles schlimmer machen. Und dann eine beliebte Reaktion in Debatten, die hatte ich zum Beispiel auch bei dem Arzt, den ich vorhin erwähnt habe, ist, dass Menschen das Thema wechseln. Also wenn ich mit dem irgendwie diskutiere über irgendetwas und er merkt, er kommt da nicht weiter, dann wechselt er das Thema. Das hat nichts mit Stammtischparolen zu tun, das machen wir alle generell so. Also bei dem Arzt war es dann so, ich habe gesagt, okay, in die erste Infektion gehe ich aber mit Impfung besser geschützt rein als ohne Impfung. Und da hat er mir kurz gesagt, ja, das stimmt schon irgendwie. Und dann ist er aber zum nächsten Punkt gekommen. Weil sein großes Ziel war ja eigentlich, zu sagen, Impfungen sind schlecht. Und da hat er das nächste Argument angeführt. Bei dem einen ist er nicht weitergekommen, okay, nehmen wir das nächste. Und da hilft es, wenn wir einfach beim Thema bleiben. Wenn wir kurz sagen, hey, das ist jetzt irgendwie was Neues, meinst du nicht? Und wir können festhalten, beim alten Thema, das war schon so. Das nur mal kurz betonen, das hilft. Was auch hilft, ist selber gut informiert sein. Nicht nur über Themen, sondern generell auch über Psychologie, Populismus, Denkfehler. Sich da ein bisschen zu informieren, wie funktionieren diese Dinge, helfen mir sehr, die bei mir zu erkennen, deswegen ruhiger zu bleiben, nachsichtiger mit anderen umzugehen, meine eigene Meinung nicht zu bewerten, aber eben auch die bei anderen zu erkennen, wenn ich mit denen diskutiere. Und ich würde jedem raten, die Debatte mit Andersdenken auch als Lernprozess zu sehen. Einerseits, weil man wirklich viel über die Welt erfährt und über die Beweggründe von Menschen. Und das ist sehr interessant und die sind selten verrückt. Die haben meistens gute Gründe, warum sie so denken und sind dann eben nur falsch abgebogen teilweise, wenn sie es zu radikal sehen. Und zum anderen auch, weil es gibt oft Punkte, die man genannt bekommt, von denen man denkt, ich weiß genau, dass das nicht stimmen kann, was du gerade sagst. Aber ich kann es eben gerade nicht 100%ig belegen. Und dann geht man nach Hause und da googelt man und dann weiß man, warum es nicht stimmt und da hat man viel über die Welt gelernt. Also ich denke, es macht einen zu einem viel reflektierteren Menschen und es verbessert den eigenen Nährboden, auf dem man Entscheidungen trifft, enorm.
Und Trick 5 zum Abschluss liegt mir besonders am Herzen: Wissenschaftlichkeit erklären und Fakten erklären. Also wir hatten bis vor kurzem einen US-Präsidenten, der von alternativen Fakten gesprochen hat. Und in dem Fall macht er genau das Gegenteil von dem, was wir vorhin gesagt haben. Es gibt ja in der Welt wirklich Dinge, die sind eben nicht auf einer Bandbreite. Die sind einfach so. Das sind Fakten. Wir wissen zum Beispiel, ein Politiker hat vor einer gewissen Zeit das gesagt, das getan. Wir wissen, diese Dinge sind passiert und diese Dinge sind nicht passiert. Und wir wissen gewisse wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir wissen, dass es einen Klimawandel gibt. Wir können darüber diskutieren, wie wir mit dem umgehen und für wie gefährlich wir das halten. Aber wir wissen, dass es ihn gibt. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Und genau in solchen Fällen, wenn es eben dieses richtig oder falsch gibt durch Wissenschaftlichkeit, wenn wir wissen, das ist ein Fakt, das ist so, dann versuchen Populisten genau das Gegenteil. Denn dann sagen sie, ja, lass uns doch mal da eine Bandbreite aufmachen. Lass uns doch mal drüber diskutieren. Ich bin eben der Meinung, das gibt es gar nicht. Und ich bin in der Meinung, dieses Ereignis, von dem wir genau wissen, dass es passiert ist, ist gar nicht passiert. Und dann sollte ich eben nicht den Fehler machen, darauf einzusteigen und fragen, ja, erklär mir doch mal, warum du das so siehst. Dann ist es besser, auf der Zaunebene anzusetzen und zu sagen, hey, das stimmt nicht. Das ist ganz eindeutig ein falscher Fakt. Ich weiß, das versuchen Menschen so darzustellen. Die versuchen, solche Dinge zu verzerren. Sie tun so, als wären das legitime Gegenargumente, aber die sind es nicht. Und hier ist warum. Ich kann also da auf der Zaunebene besser ansetzen als auf dem Nährboden. Und dann kriege ich meistens das Gegenargument, dass diese Wissenschaftler sich das in 3-4 Jahren vielleicht schon wieder alles anders überlegen. Es gibt immer das implizierte Argument dann bei Stammtischparolen oder bei Populismus, dass wissenschaftliche Erkenntnisse ja nur vorläufig sind und sich generell jederzeit um 180 Grad drehen kann. Und das stimmt nicht. Also wenn wir uns die Geschichte der Menschheit anschauen, es gab Momente, in denen sich Wissen 180 Grad gedreht hat. Aber das war, wenn wir Wahrheiten hatten, die vorwissenschaftlich waren, die religiös motiviert waren oder aus einem anderen Glauben heraus. Und die Wissenschaft hat sie überprüft. Beispiel unsere Stellung im Universum. Irgendwann hat man festgestellt, bei der ersten wissenschaftlichen Überprüfung, dass eben die Erde nicht im Mittelpunkt des Universums steht, sondern die Sonne ist, erstmal dreht sich die Erde um die Sonne. Und dieses Weltbild hat man erweitert, man hat verfeinert, man hat festgestellt, okay, die Sonne dreht sich auch um das Zentrum der Milchstraße, die Milchstraße bewegt sich in ihrem Galaxiehaufen und der bewegt sich auf den großen Attraktor zu. Aber es sind alles Verfeinerungen, es hat sich nichts geändert. Und genauso war es zum Beispiel auch bei Corona. Es war von Anfang an klar, Corona kann gefährlich sein für Menschen. Es kann die Intensivstation überlaufen lassen. Es ist gerade für Ältere gefährlich. Und es gibt diese Maßnahmen, die dagegen helfen. Masken, Impfungen, gewisse Betretungsverbote, dass ich zum Beispiel 2G, 3G, solche Dinge. Und dann wurde darüber diskutiert, welche machen gerade Sinn, welche machen wann Sinn und welche wollen wir einsetzen. Also in solchen Fällen ist es dann besser, den Umgang mit den Fakten zu diskutieren, als die Fakten selbst. Okay, was haben wir gelernt heute? Zum Ersten haben wir uns angeschaut, was eigentlich den Unterschied ausmacht zwischen Stammtischparolen und einer ausgewogenen Meinung. Und der große Unterschied ist, dass Stammtischparolen dem einseitig vereinfachen. Sie blenden die eine Seite aus, sie lassen nur die andere Seite zu und schaffen deswegen dieses richtig-falsch-Denken. Und sie schaffen es, dass eben Menschen denken, sie müssten jetzt ihre Meinung durchsetzen, weil die anderen, die sind alle böse. Natürlich für Politiker sehr attraktiv, wenn ich meine Menschen dazu bringe oder meine Anhänger dazu bringe, so zu denken, weil dann setzen die sich bedingungslos für mich ein. Wozu das führt, hat man gesehen beim Sturm aufs Kapitol in den USA. Und ich denke, das sind Folgen, die wir nicht wiederholen sollten. Das Gegenmittel gegen Stammtischargumenten ist das Denken in Bandbreiten und Zielkonflikten. Es gibt also nicht richtig oder falsch. Es gibt verschiedene Ziele, die haben beide ihre Vor- und Nachteile. Wir können nicht beide gleichzeitig erreichen. Und wir müssen uns überlegen, wie wir irgendwie die sinnvoll kombinieren.
Und wenn wir dann mit anderen reden, dann müssen wir mit denen auf Augenhöhe diskutieren und in ihrem besten Interesse oder gar nicht. Und das schaffen wir, indem wir Fragen stellen, indem wir denen zuhören, indem wir ehrlich von denen was lernen wollen. Das ist die einzige Möglichkeit, solcher Debatten zu führen. Und zum Abschluss, wer sich da weiter informieren will auf diesem Gebiet, dem kann ich folgende Bücher empfehlen. Zum einen Politikwagen, ein Argumentationstraining, auch mit vielen Bildern, die man hier sieht, von Politikwissenschaftlern geschrieben, wo es wirklich darum geht, wie kann ich eine Debatte gut führen. Von Rolf Dobelli, die Kunst des klaren Handelns und die Kunst des klaren Denkens. Da geht es um Denkfehler und warum man eben die Welt oft falsch einordnet. Und das sind genau die Denkfehler, die hier Stammtischparolen ausnutzen wollen oder eben durch die sie entstehen. Also wenn ich die erkennen kann, es erleichtert mir das Verständnis von politischen Debatten deutlich und es reduziert auch oder es verhindert, dass ich meine eigene Meinung als absolut richtig und die einzige richtige sehe. Und drittens, The Righteous Mind, Why Good People Are Divided by Politics and Religion. In meinen Augen das beste Buch, was man dazu lesen kann, weil es wirklich alles zusammenfasst, Denkfehler, wie das dazu führt, dass sich Menschen zerstreiten, obwohl beide gute Menschen sind und beide das Beste wollen. Von einem Soziologen geschrieben, gibt es leider nur auf Englisch. Ja, und damit würde ich in die Debatte gehen. Ich denke, wir können über die eigenen Erfahrungen diskutieren, die wir alle mit Populismus hatten oder natürlich noch Ihre Fragen arbeiten. Ich übergebe zurück an Frau Scharschmidt. Mhm.